Ja, hallo und ganz herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play OMSI 2, der Omnibus Simulator. Wir befinden uns heute auf der Karte Frankfurt oder Beta von ENO 2018. Und wir fahren heute die Tramlinie Linie 03 von der Kopernikusstraße nach Europa. Beziehungsweise bis zur Universität, falls es möglich ist. Und ja, eigentlich wollte ich die Tramlinie 1 fahren. Leider hat mich OMSI da nicht hingespawnt, obwohl ich eigentlich die Mythen beachtet habe. Von daher starten wir heute von der Kopernikusstraße aus auf der Linie 3. Ich bin gerade hier als Dienstfahrt hierher gefahren und da drüben sammeln wir die Passagiere schon ein. Nicht wundern, dass unser Fahrzeug quasi schon fast aufgerüstet ist. Das liegt halt daran, wie gesagt, ich musste erstmal hierher fahren. So, wir steigen ein und suchen unseren Fahrplan aus. Das ist die Linie 3 von der Kopernikusstraße um 12.15 Uhr sogar. Okay, nehmen wir den. Will er gar nicht nehmen. Ja, das liegt wahrscheinlich daran, dass ich halt die Sicht wechseln musste. Und deswegen das Ganze nicht geklappt hat, würde ich mal sagen. Kopernikus 12.15 Uhr. Genau daran lag es. Und wieder zurücklaufen. So. OMSI ist manchmal kompliziert. Okay, der Fahrplan ist wieder draußen. Ist mir egal. So. Ja, wir rüsten auf. Das ist jetzt so egal, wir fahren zwar quasi laut Tram die verkehrte Richtung, aber das ist wurscht. So, dann geben wir die Linie ein. Linie 00300. Route, ich denke, nein. Nochmal, Linie 3, Route, oh, ey, ich hasse dieses I bis jetzt schon. 00300, Route 1. Wo willst du denn hin? Route 2. Europa-Universität. Das klingt schon nach unserem Ziel. So, ja, wir haben natürlich auch Außenspiegel. Der ist hier noch zugeklappt. Den müssen wir noch ausklappen. Wo war denn das hier? So. Gut, dann würde ich sagen, fahren wir nun zu unserer, ja, Starthaltestelle, würde ich sagen. Ne? Kopernikusstraße. Sag mal, bist du doof? Ist okay. Ach man, 00300, Route 1. Liegt das wirklich daran? Muss das wirklich andersrum sein? Muss das so sein? Ja, Europa, Universität. Ja, die Vollidioten wollen schon hier einsteigen. Digga, so nicht mit mir. So, Linie 3. Das heißt, wir müssen jetzt hier die Weichen stellen quasi. Nein, müssen wir nicht. Wir müssen warten, bis das Signal umschaltet. Das sind anscheinend, ja, keine manuellen Weichen, sondern... Dingens weichen, die automatisch ihre Richtung ändern. Ne? Gut, ja, wir sind abfahrbereit. Jetzt muss er nur uns darüber lotsen. Wobei, was? Ergibt da keinen Sinn. Fertigstellung der Map. 03. Wir folgen einfach der 03. Ganz einfach. So. Ja, das Piepen ist halt, sind halt die Frage, dass die gerne einsteigen wollen, aber die haben zu warten. Ja. So. Ja, ich habe jetzt OMSI nicht zurückgepatcht. Ich hoffe, das geht gut. Hoffen wir mal.
hier auch einfach geradeaus weiterfahren können. Also, Steven, du bist manchmal echt ein Dussel. So. Fahren wir nun zu unserer Starthaltestelle, weil irgendwie müssen wir ja da hinkommen. Ne? Die Linie geht übrigens 15 Minuten. Ist eine fahrbare Linie auf der Karte. Ja, also wenn ihr gerne fahren wollt, dann fahrt so. So, Ventilator machen wir auch an, weil es ist warm draußen. Machen wir mal Tettau Sommer. Zack. Ja. Das sind 20. Irgendwo hat man noch eine Klinge. Einfach die Hartratze für Leute. Hupe. So. Hier sind wir letztens gestartet, ne? Mit der Buslinie. Und heute fahren wir mit der Tram. So. Dann machen wir mal die Türen auf. Achso. Will jetzt natürlich keiner mitfahren, ne? Ja. Vorhin standen sie wie die Bekloppten da, ne? Und jetzt wollen sie nicht einsteigen. Das ist ja mal geil. So. Ah, Fahrplan ist ja sowieso wieder deaktiviert worden. Egal. Schließen wir die Türen. Irgendwann werden sie kommen. Aber wir fahren weiter. So, Vmax 30 dürfen wir jetzt. Südring Center ist unser nächster Halt. Ja, die Feuerwehr ist auch mal wieder unterwegs. Ist ja nichts Neues, ne? Ich glaube, hier fehlt noch so ein Kontaktpunkt, ne? Dass wir gleich schneller Fahrt kriegen. Naja. Na komm, liebe Ampel. Gib mir Fahrt. Bitte. Bitte, ich bin auch ganz brav. Gib mir einfach nur Fahrt. Oder die Ampel geht nicht. Ich krieg doch hier keinen Anforderungskontakt. Gestörtes Signal. Licht aus, ey. Ach. Waren es, ne? Genau. 30. Ja, die NF6D. Ja. Ist immerhin einfacher als eine Tatra zu bedienen, finde ich. Wenn es ums Aufrüsten geht, ne? So. Was ist denn hier los? Kräuterweg? Willst du nur mit dem Kräuterweg? Digga, wir sind nicht am Kräuterweg, wir sind am Südgedönsring. Moment. Südring sind wir. Und der folgt uns. Kopernikusstraße. Hä, warum hat er denn Kopernikusstraße stehen? Ist das hier ein Bug, dass es falsch eingestellt worden ist? Kann ich mir ehrlich gesagt gar nicht vorstellen. Da machen wir noch mal Route 2.
Tatsache. Der ist falsch eingestellt worden. Die Route ist falsch beschriftet worden. Weil wir kommen ja von der Kopernikusstraße. Kann doch nicht sein, dass jetzt hier... ja. Okay. Das ist ja interessant. Was wollt ihr denn jetzt schon aussteigen? Seid ihr doof? Ihr habt doch gerade erst eingestiegen. Sag mal, habt ihr irgendwelche Drogen genommen heute oder was? Europa-Universität. Also irgendwie ist das hier auch ein bisschen verbuggt. Sein, es gibt noch nicht so richtige Routen. Weiß ich nicht. Normalerweise ist die Linie ja fertig. Gucken, ob die hier einsteigen. Sollten eigentlich. Ja, die steigen ein. Das ist sehr interessant. So. Diese alle Haltewunschknopf drücken. Sag mal, seid ihr alle doof heute? Egal. Interessiert mich nicht. Ich bin Straßenbahnfahrer. Der Rest ist mir egal, was die Leute machen. Mechanische Bremse nicht gelöst. Oh weia. Das gibt Abzug in der Bewertung. 30. Und läutern. Soll man hier nur 30 fahren? Tatsache. Ich dachte, hier kann man 50 fahren. Aber nö. 30. Bist du ja mit dem Auto schneller? Und mit dem Bus? Naja. Wird schon der Realität so nah sein. Und das ist ein bisschen doof halt. Dass der Außenspiegel quasi gegen die Laternen knallen tut. So, nächster Halt, Friedhof. Manni, du musst aussteigen. Nicht einsteigen, aussteigen. Das ist deine Haltestelle, mein Freund. Wo ich dich gerne persönlich hinbringe. Lol, die wollen da einsteigen? Sag mal, habt ihr alle heute Drogen genommen oder was ist mit euch los? Seid ihr komplett auf dem falschen Trip? Ja, das sind die Leute, die wirklich zur Kopernikusstraße wollen, aber die wollen. Also irgendwie. Ist sie noch ein Wurm drin, ne? Ich weiß nicht warum, aber irgendwie stimmt das hier nicht so ganz. Ja, Haltewunsch. Ja, leck mio, ey. Mit euren Haltewunsch, ey. Ist ja unfassbar. Ja, aber ansonsten eigentlich ganz cool gemacht. Muss man wirklich sagen. Also die Tramlinie jetzt, ne? Dafür, dass es noch eine Beta ist. Da kommt eine Tatran gegen. Ja, Servus. Oh, ziemlich nah, ne? So, nächster Halt. Weiß ich nicht. Hab ja keinen Fahrplan, weil der nicht funktioniert. Heinrich-Hildbrand-Straße. So. Die wollen nicht einsteigen, aber dafür die Idioten. Okay, wir probieren nochmal Route 1. Ob die hier einsteigen. Weil eigentlich geht es ja nach Europa-Universität. Oder gibt es noch eine dritte Route? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Tatsache. Betriebshof Frankfurt-Oder. Kopernikusstraße. Kopernikusstraße.
Alter, wie viele Routen hat denn das? Egal. Eigentlich geht es nach Europa. Frankfurt oder 2018. Ja, da endet auch quasi das Ibis, ne? Deswegen. Das ist ja das Problem. Route 1. Nein, Route 1. Kann ich in das Ibis zurückstellen? Gar nicht. Ach, ist doch heute echt ein Witz. Egal. Ich denke mal, das lässt sich nicht zurückschalten irgendwie. Pernikostraße. Stecken wir, weil das Ziel Frankfurt oder auftaucht. Dass die Leute denken, jetzt musst du aussteigen. Keine Ahnung. Ist auf jeden Fall komisch. Na ja, gut. Selbst wenn die Kollision anhätten, wäre eh nichts passiert, ne? Ich glaube, ich habe Kollision sogar an. Ach, egal. So, jetzt muss ich mal aufpassen. Wir müssen geradeaus weiter. So, lieber FTL, bitte stell uns die Weichen geradeaus. Danke. Auch mal schön mal wieder mit einer Straßenbahn zu fahren, ne? Haben wir ja lange nicht mehr gemacht in Omsi. Ja, deswegen lohnt es sich ja eigentlich gerade. Ja, heute sollte eigentlich noch eine andere Folge kommen. Diese Folge sollte erst später kommen, also am Mittwoch, glaube. Heute sollte eine Folge kommen, wo ich mit einem besonderen Bus unterwegs bin, den mir der liebe Niklas geschickt hat. Das wird sich ein bisschen verschieben. Also, ich hoffe, du bist jetzt nicht enttäuscht. Auf jeden Fall, riesen Dankeschön dafür, was du mir geschickt hast. Und das wird, wie gesagt, in der nächsten OMSI-Folge gezeigt. So. Nein, gib mal Fahrt hier, Kollege. Danke. So, nur Spieler hier halten. Nur Spieler hier halt. Verstehe gerade den Sinn nicht. So, und warum soll ich jetzt hier halten? Passiert jetzt irgendwas? Werde ich jetzt überfallen? Wird jetzt Manfred sterben? Wird jetzt Manfred hier Sport machen? Oder was soll jetzt hier passieren? Oder es ist die Endstation der Karte. Das ist quasi, wenn wir weiterfahren, ja, nichts mehr passiert. Aber kann ich mir auch nicht vorstellen. Komm, das schaffen wir. Schaffen wir. So, wo sind wir denn jetzt? Ich kenne mich hier gar nicht mehr aus. Dresdner Platz. Tram und Bus. Halte ich hier auch an. Ja, hier ist auch Station. Aber es will halt keiner rein oder raus. Das ist das Doofe. Oh, ist hier der Hauptbahnhof in der Nähe? Ist das hier der Frankfurter Hauptbahnhof? Bahnhof. Ich glaube ja. Ja, gut. Ist halt jetzt ein fiktiver, ne? Weil, wie gesagt, er hat ja nicht die originalen Objekte. Er nutzt ja nur Objekte aus Berlin nicht gesehen und hast du nicht gesehen. Deswegen, ja. Kann man es jetzt nicht so genau erkennen. Dafür müsste schon ein richtiger Frankfurter sein.
Aber dass es hier alles oben so ablaufen tut, das weiß ich, ne? Und hier oben war dann immer so eine Dampflok dabei, die dann da als, ja, sagen wir mal so, als Deko rumstand, ne? Was schon ziemlich geil aussah. Und ja, aber ansonsten muss man wirklich sagen, für eine Beta-Karte schon richtig geil, ne? Eieiei. Bahnhof. Steig 6. Ja. Es will aber keine Sau einsteigen. Kannst du machen, was du willst. Die wollen einfach nicht. Es ist eigentlich eine Frechheit. Los, gib mir Fahrt. Ding nervt. Aufzudrehen. Ich weiß gar nicht mehr, wie weit wir es überhaupt haben. Mal gucken. Linie 3. Zentrum. Okay. Wollte ich nur wissen. Ne? Wollte ich nur wissen, wie lange wir noch fahren. Nicht, dass auf einmal die Karte endet. Aber der Kollege hinter uns hat auch noch Kopernikusstraße geschildert, ne? Der ist noch irgendwas falsch. Laut Ibis haben wir plus 5, willst du mich rollen? Wir haben noch nicht mal einen Fahrplan. Tja. Plus 6, ja klar, mach's doch mal noch besser. Ach egal. Ist auf jeden Fall jetzt hier im Bereich, wo wir noch gar nicht waren. Ah, das ist ein Kaufland. Ja, moin. Nur Spieler hier halten vor der Ampel. Ja, scheiße. Jetzt ist die Frage, wo würde es für uns jetzt lang gehen? Na, schon zu spät. Schickt er uns jetzt hier rüber, ne? Ja, Linie 3. Baustelle erst im Bau. Bus, ja. Ja, es bin jetzt Straßenbahn fahren, das ist noch so gewöhnungsbedürftig, sagen wir mal so. Hildebrandstraße. Was macht denn der jetzt hier für ein Kram? Hier ist Zentrum. Aber hier will, wie gesagt, keiner mit. Ich weiß nicht, ob es jetzt an Fahrzeug liegt. Ah, okay, die Linie 2 fährt auch nach Richtung Europa. So, nur Spieler hier halt vor Ampel. Das verstehe ich irgendwie immer noch nicht, ne? Nur Spieler hier halt vor Ampel. Boah, was gibt es? Warum? Ich meine, es ist doch logisch, dass man hier halten muss vor einer Ampel, oder nicht? Wozu muss man das extra anmerken? So, Spieler müssen hier halten. Wer darf denn hier nicht halten? Wer muss denn hier nicht halten? Egal, ich weiß gar nicht, wo es lang geht. Eieiei. Linie 3 geradeaus. Das heißt, wir müssen auf diese Ampel warten, weil das war jetzt diese Abbiegeampel. Ja, gut. Nur Spieler. Ampel. Ja.
Ich weiß nicht, wozu die Informationen gut sein sollen, aber jeder normale Mensch weiß doch, dass man an einer Ampel halten muss, ne? So. Wollen die Idioten mit? Natürlich wollen sie nicht mit. Ich weiß echt nicht warum. Da scheint irgendwas mit der Hofdatei noch nicht in Ordnung zu sein. Ja. Ja, KI und Straßenmann ist noch so eine Sache, ne? Da ist die KI gnadenlos. Ah. Ja, wie gesagt, ich bin nicht gut in Straßenbahn fahren. So, Gartenstraße, das ist die vorletzte Haltestelle. Die wollen aber auch nicht mit. Der ist jetzt bei Bahnhof Steig angekommen, so. Zentrum. Gartenstraße. Es ist quasi richtig eingestellt, aber die Leute wollen einfach nicht. Sie wissen, dass ich fahre, das ist das Problem. Europa-Universität, okay. 20. So, altes Betriebshof. Altes Depot. Nur Sonderfahrten. Schön. War schon schön gemacht. Gut, der ist ein bisschen abgesenkt. Tiefgelegt worden, ne? Achtung, Baustelle. Aha. Schön, schön. So, Linie 3 hier rum. Also hier kann man auch in Zukunft später, denke ich mal, auch Sonderfahrten fahren, wie es aussieht. Linie 3 Ende. Wir fahren. Gut, wir fahren aufs richtige Gleis. Und hier ist quasi Endstation. Ja. Genau. Ja. Das war mal. Ja. Eine kurze Folge heute, ne? Ach gut, eine halbe Stunde, also schon lang. Ja, halt mal eine Straßenbahnfahrt, ne? Jetzt hat er schon automatisch Kopernikusstraße zurückgeschildert. Keine Ahnung, warum die Fahrgäste nicht einsteigen wollten. Haben sich so gedacht, oh scheiße, der Steven kommt hier heute. Da müssen wir erst recht abhauen. Und das ist dann halt Gefahr, ne? Also, ja. Schade eigentlich, aber ansonsten muss man wirklich sagen, hat mir sehr gefallen. Würde mich freuen, wenn ihr was in die Kommentare schreiben würdet, wie ihr so das bis jetzt so findet, die Karte, ne? Und ja, wie gesagt, ihr könnt auch schön mit der Linie Tram fahren, ne? Das ist jetzt nicht die einzige Tramlinie, jetzt geht Linie 01 soll auch gehen, ja. Ob ihr Glück habt, ob ihr Passagiere aufnehmen könnt, ist doch eine Frage. Ne? Und wenn nicht, ist es auch nicht schlimm. Wie gesagt, es ist noch eine Beta. Und ganz ehrlich, in Lotus könnt ihr auch nichts machen. Könnt auch in Lotus nur rumfahren. Ja, bloß, dass da noch gar kein KI-Verkehr ist und dass da noch gar keine Menschen sind. Ne? Von daher, ja. Ja. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über eine Bewertung freuen und über Kommentare. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder in OMSI 2 in diesem Sinne. Macht es gut, euer Twain OMSI TV. Tschüss.